Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Java-Methoden-Tutorial-Video hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute etwas über die ToChar-Array-Methode erzählen. Wir haben jetzt hier also eine Public Class erstellt. Die habe ich jetzt einfach mal ToChar genannt und wir haben unsere Main-Methode. Was ist denn eigentlich die ToChar-Array-Methode? Was macht die so? Warum gibt es die überhaupt? Also, um euch das zu zeigen, werde ich jetzt mal einen String erstellen, den nenne ich jetzt einfach mal dies ist ein Text. Ein String erstellen, der die Bezeichnung Text trägt. Als nächstes erstelle ich ein Char-Array. Dieses Char-Array nenne ich jetzt einfach mal Array 1. Das ist gleich, und jetzt kommt's, Text.toChar-Array. Wo ist es da? ToChar-Array. Wunderbar. Was an dieser Stelle passiert, ist folgendes. Wir haben hier einen String, der heißt Text, und dieser String, der soll zerlegt werden, denn das macht die ToChar-Array-Methode. Die ToChar-Array-Methode zerlegt diesen String in seine einzelnen Charaktere, in diesem Fall in ein D, in ein I, in ein E, in ein S. Auch das Leerzeichen wird mit zerlegt. Also der Satz wird zerlegt in diesem Fall, und das Leerzeichen ist in diesem Fall auch ein Charakter. Und das wird in ein Char-Array gespeichert. Das heißt, ihr könnt mit dieser Methode einen Text zerlegen und das Char-Array gleicht sich an, oder die ToChar-Array-Methode gibt dadurch auch die Länge des Char-Arrays an. Denn das Char-Array ist genau so lang, wie euer Text lang ist. Ja, das können wir dann auch mal überprüfen. Wir haben jetzt also quasi unseren Text in unser Char-Array geschrieben. Als nächstes System-Out-Printline schauen wir mal nach, was jetzt in unserem Array so drin steht. An der Stelle 0 in unserem Array, was steht da so drin? Da müsste eigentlich das große D drin stehen. Schauen wir mal nach, was passiert. Siehe da, es hat funktioniert. Was ist das hier? Die erste 1, 2, 3. Die dritte Stelle müsste dann also ein S sein. Schauen wir mal eben nach, ob es funktioniert hat. Ja, wunderbar, es ist ein kleines S. Ja, was man damit machen kann, was kann man damit machen? Man kann zum Beispiel Texte nach Buchstaben sortieren. Ihr könnt zum Beispiel jetzt einen Code schreiben, wo ihr zum Beispiel dann sagt, okay, ich möchte, dass jedes S in diesem Satz oder in diesem String halt, jedes S muss unbedingt groß geschrieben werden oder jedes T soll klein geschrieben werden. Das könntet ihr zum Beispiel mit der ToChar-Array-Methode ganz einfach realisieren. Ja, ihr könnt nach gewissen Zeichen suchen, also ihr könnt jetzt zum Beispiel über das Array rüber iterieren und könntet dann zum Beispiel schauen, wie viele Buchstaben es in diesem Satz von einer gewissen von einem gewissen Buchstaben halt gibt, zum Beispiel, wie viele große Ds hat dieser String und so weiter. Dazu habe ich auch eine Übung reingestellt, also ihr könnt euch das auch angucken dann. Und das ist eigentlich schon alles, was man zum ToChar-Array oder zu der ToChar-Array-Methode sagen kann. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, ich antworte drauf. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Hoffe, ich konnte euch die ToChar-Array-Methode, die wirklich nicht so schwer ist, ein bisschen näher bringen. Und freue mich schon auf eure Antworten, auf vielleicht mal einen Daumen hoch oder so. Das wäre hilfreich. Vielen Dank und ciao, ciao.